pünktlich am 1. März 2021 können wir in Waldeck-Frankenberg eine erste positive Bilanz des Impfens der Bevölkerung gegen den Coronavirus feststellen. Wir haben 15.000 Menschen jetzt ein Impfangebot unterbreiten können, das auch von denen genutzt wurde. Also gut 6,6% der Bevölkerung des Landkreises Waldeck-Frankenberg ist schon geimpft worden. Und das ist landes- und ich glaube auch bundesweit eine führende Position. Darauf sind wir sehr stolz. Das Ganze hat zwei Ursachen. Eine Ursache ist sicherlich auch, dass bei uns der Impfstoff von AstraZeneca auch von den Menschen akzeptiert wird. Wir haben aufgeklärt, unser Gesundheitsamt war da aktiv und wir haben bisher nicht feststellen können, dass dieses Vakzin von der Bevölkerung nicht angenommen wird. Und der zweite Grund für den sehr positiven Verlauf der Impfungen ist sicherlich unser aufsuchendes Impfen. Nämlich das Angebot, dass wir gemeinsam mit den Städten und Gemeinden den über 80-Jährigen vor Ort in ihrer Gemeinde machen. Das haben auch sehr viele Menschen akzeptiert, die sonst möglicherweise aufgrund eingeschränkter Mobilität den teilweise weiten Weg ins Impfzentrum nach Korbach gescheut hätten.